Herzlich willkommen. In diesem Slidecast wird Professor Dr. Carsten Lübke Ihnen etwas zum Thema Normalinvestition erzählen. Sie wollen Ihre Produktion erweitern und brauchen dazu eine zusätzliche Maschine. Die kostet 10.000 Euro, die Sie eben sofort bezahlen müssen. Sie erwarten aber eine zusätzliche Einnahme aufgrund der Maschine, die im ersten Jahr bei 5.000 Euro liegt, im zweiten Jahr bei 2.500 Euro und im dritten Jahr wieder 5.000 Euro beträgt. Lohnt sich diese Investition? Man könnte jetzt sagen, ja, das wäre aber falsch, weil Sie den Zinseffekt nicht berücksichtigt haben. Das Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik sagt ja, 10.000 Euro heute ist nicht dasselbe wie 10.000 Euro in einem Jahr. Zwischendurch haben Sie entweder Zinsen erhalten oder bei Darlehen, Sie müssen Zinsen zahlen. Die Frage ist also, lohnt es sich trotz der Zinszahlung, die Sie für die Maschine haben? Gehen wir mal davon aus, der Zins beträgt für den Augenblick 5%. Lohnt es sich für Sie? Sollten Sie das Geld in die Hand nehmen? Oder sollten Sie das Geld lieber nicht in die Hand nehmen? Das heißt, das Darlehen nicht aufnehmen oder das Kapital einfach am Markt anlegen. Die Lösung ist wieder relativ einfach. Sie beziehen all die Zahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, auf den einen gemeinsamen Zeitpunkt, zum Beispiel den Startwert. Eine solche Zahlungsreihe wie hier nennt man übrigens Normalinvestition. Eine Normalinvestition ist dadurch gekennzeichnet, dass zunächst Auszahlungen sind, das heißt negative Zahlungen, und danach Einzahlungen, das heißt positive Zahlungen erfolgen. Es gibt nur einmal den Wechsel und das sogenannte Deckungskriterium ist erfüllt, das heißt die nominale Summe der Einzahlung ist über der Auszahlung. Gut. In diesem Fall beziehen wir uns wieder auf den Barwert, auf den Wert heute, den sogenannten Net Present Value, NPV. Und die 10.000 Euro, die wir sofort zahlen müssen, werden 0 Jahre abgezinst. Minus 10.000 Euro geteilt durch 1,05 hoch 0. 0 Jahre. Danach erhalten wir am Ende des ersten Jahres 5.000 Euro. Wir müssen also 5.000 Euro ein Jahr abzinsen. 5.000 geteilt durch 1,05 hoch 1. Wir erhalten am Ende des zweiten Jahres 2.500 Euro, also 2.500 Euro geteilt durch 1,05 hoch 2. Und am Ende des dritten Jahres gibt es nochmal 5.000 Euro, 5.000 Euro durch 1,05 hoch 3. Wenn wir das addieren, erhalten wir insgesamt 1.348,66 Euro. Das ist größer 0. Also, Stand heute, lohnt sich die Investition. Beachten Sie bitte, dass wir nominell 2.500 Euro Gewinn machen, nämlich minus 10.000 plus 5.000 plus 2.500 plus 5.000. Das ist aber zu hoch, weil wir ja den Zinseffekt nicht berücksichtigt haben. Also, in dem Fall haben wir nicht 2.500 Euro Stand heute verdient, sondern Stand heute würden wir aus unserer Investition einen Gewinn von 1.348,66 Euro erwirtschaften. Man sieht, das hängt irgendwie vom Zins ab. Was passiert, wenn der Zins 13% beträgt? Lohnt es sich auch dann noch? Die Berechnung ist dieselbe, nur dass wir jetzt statt 5% 13% Zinsen zahlen müssen. Also minus 10.000 Euro geteilt durch 1,13 hoch 0 für die Auszahlung. Plus 5.000 Euro durch 1,13 hoch 1 für die erste Einzahlung. Plus 2.500 Euro durch 1,13 hoch 2 für die 2.500 Euro am Ende des zweiten Jahres. Plus 5.000 Euro durch 1,13 hoch 3 für die Einzahlung im dritten Jahr. Leider verdienen wir jetzt kein Geld mehr, sondern wir machen einen Verlust von 152,10 Euro. Wenn es also Ihre 10.000 Euro wären, würde ich Ihnen empfehlen, nicht zu investieren, weil Sie am Ende mit einem Verlust von 152,10 Euro herauskommen, obwohl auf den ersten Blick die Zahlungen, die Sie erhalten, höher sind als Ihre Investition. Aber wenn Sie für die 10.000 Euro einen Kredit aufnehmen müssen zu Zinsen von 13%, können Sie diese nicht
zurückerwirtschaften. Also der Netto-Barwert oder der Barwert einer Normalinvestition hängt vom Zinssatz ab und je nach Zinssatz, den Sie oder das Unternehmen zahlen müssen, kann was Positives oder Negatives rauskommen. Als Formel zeigt sich, dass wir die Zahlungen, die am Ende eines jeden Jahres erfolgen, jeweils exponentiell abzinsen müssen und erst dann die einzelnen Zahlungen addieren können. In der Regel fängt man eben mit einer Investition, einer Auszahlung an und erhält danach die Zahlung zurück. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.